Adventszeit ist Backzeit. Hasis Haselnussplätzchen mit Mandeln. Als erstes nehme ich meine Zipfelmütze und setze die Zipfelmütze auf. Das ist ein sehr wichtiges Utensil zum Backen. Dann schlagen wir 3 Eier in den Topf. Wir brauchen jetzt 250 Gramm Zucker. Als nächstes tun wir etwas Zitrone. Jetzt noch ca. 100 Gramm Mehl. Die Maus muss natürlich zuschauen. Und man nehme jetzt noch Espresso-Kaffee. Ich nehme hier den Lavazza. Einen schönen Löffel Espresso-Kaffee. Dann 2 Kappen Rum. Und zu guter Letzt machen wir ein bisschen mehr. Die Butterflocke. So. Jetzt geht's auf. Wird das Ganze verrührt. Oh Malheur. Ein kleiner Fehler. Was man natürlich noch braucht, ist ein wenig Vanille. So. Die gekochte Vanille. Und jetzt tun wir noch Kardamom. Zufügen. Man kann auch den Kardamom weglassen. Und weil es ein bisschen weihnachtlicher schmeckt, wenn man noch ein wenig Koriander reintut. Nur ganz wenig. Ach, mischt man doch noch ein wenig Zimt hinzu. Jetzt rühren wir das Ganze auf. Die Vollgang. Eine Probe. Affengeil. Affengeil. Mit der Maus. Die Maus schaut schon ganz ungeduldig. We'll be right back.
verbrannt. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht mancher Milch eine riesengroße Leckerei. In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. Manche Leckerei, zwischen Mehl und Milch, macht so mancher Knilch eine riesengroße.